Kampf hat begonnen. So, jetzt passt auf. Jetzt müssen wir überlegen, was machen wir jetzt. Wissen wir, greifen wir einfach mal den Dorsey-Pirscher. Ja, ich weiß schon. Greifen wir hier mit unserem Idolem den Dorsey-Pirscher einfach mal direkt an. Angriff! Bam! Nicht schlecht. Und dann sind noch genug Aktionspunkte, dass wir hier noch schnell in Deckung gehen können. Perfekt. Was will man mehr? Und jetzt schießen wir auf den hier mit 25%iger Trefferchance. Würde ich sagen. Einfach. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht aus Versehen unseren Nahkämpfer treffen. Ach, guck dir das an. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das gefällt mir. Verbleibende AP ausgeben. Genau. Das ist nämlich eine ganz coole Funktion. Man kann überschüssige AP, die man nicht mehr braucht, nämlich auch für die nächste Runde aufheben. Ein Angriff kostet 6 AP. Wir haben nur noch 3. Deswegen macht das jetzt auch wirklich Sinn. Wie macht man das gleich nochmal auf B? Und dann heben wir uns jetzt in dem Fall die AP einfach für die nächste Runde auf. Uh-oh, Spider-Bot. Aber das war jetzt natürlich gleich mal für unseren Heavy Weapon Charakter sehr schön. Hat gleich mal sehr schön vorgeführt, wie mächtig das in der richtigen Situation sein kann. Gleich mal zwei Drittel Charaktere Gegner einfach weggesägt. Schon nicht schlecht. Achso, jetzt haben wir wieder nicht genug Aktionspunkte. Schon blöd, dass das so viel Aktionspunkte braucht. Gleich 6 AP, ne? Aber gut, müssen wir mal schauen, ob wir vielleicht noch irgendwie Bonus-AP in Zukunft rausholen können. Ich glaube, ist 10 das Maximum, das man überhaupt insgesamt haben kann? Weil wenn das so ist, dann ist das nicht gut. Erstmal wieder in Deckung gehen und in dem Fall benutze ich jetzt die übrigen AP für mehr Ausweichwahrscheinlichkeit, wenn wir angegriffen werden, fürs Verschanzen, zur Verteidigung. Leider müssen in dem Tutorial quasi erstmal alle unsere Begleiter hier sterben. So, sehr schön. Jetzt ist die Kanone unseres Autos fertig. Unser Fahrzeuggeschütz ist online. Das ist im späteren Spielverlauf ein wahnsinnig mächtiges und cooles Werkzeug, das man einsetzen darf. Dürfen wir hier im Tutorial auch schon mal testen. Jo, das sieht doch gut aus. Over here, you two. Come here. If you want to live through this, we gotta take out the bastards with the rocket launcher up on the dam. On the dam, würde ich sogar sagen. We'll each find our own way up there and catch them front and back. Got it? Ich glaube, unsere Charaktere sind keine Leute, die sagen, verstanden, Major. Sondern die sagen eher, ja, ist schon gut. Now's not the time for attitude, Rangers. Remember, Arizona's depending on us. There's no quitting here. There's no going back. All right, move out.
Soll ich mal kurz gucken, ob es deutsche Sprachausgabe gibt? Ich bin mir nämlich gar nicht sicher. Ich glaube, es ist für viele Zuschauer komfortabler. Ich befürchte ja, weil das eher ein Spiel von nicht so hohem Budget ist, dass die deutsche Synchro schrecklich ist. Nee, gibt's aber scheinbar auch gar nicht. Nö, scheinbar nicht. Ich mach mal die Textgröße größer, oder? Machen wir mal groß. Kann man zumindest die Untertitel besser lesen, wenn es ist. Na gut, Team. Dann gehen wir erstmal Beute plündern. Das Wichtigste nach jedem Kampf. Gut, dass er sich geduckt hat. Die Rakete war gefährlich. So, was haben wir denn hier? Schrott. Nur mit viel Fantasie ist hier etwas Wertvolles dabei. Eine Blechdose. Interessant, dass die Blechdose nicht zu Schrott gehört. Ist aber beides Müll. Du kannst wohl aus dieser Dose trinken, aber es würde nach Tetanus schmecken. Und Führung des Geistes. Auch Müll. Ich dachte schon, ein Buch haben wir gefunden, aber nein, das ist auch ein Müllgegenstand. Eine mitreißende paranormale Romanze über eine Frau und ihren ektoplasmatischen Geliebten. So, dann haben wir. Das ist auch schön, ne? Ich gehe an einem Punkt zum Looten und habe vom ganzen Schlachtfeld oben den ganzen Loot. Das gefällt mir. Muskelgewebe. Okay, auch Müll. Ist aber ganz schön was wert, Muskelgewebe. Ein Haufen Muskeln, Sehnen, Kutteln und Organe. Na wunderbar. Die Rohmaterialien aus dem Anfängerset für verrückte Wissenschaftler. Nehmen wir natürlich mit. Genauso wie die Stacheln. Das ist eine Munition. Ich verstehe. Hergestellt aus rostigen Nägeln und Pulverpatronen. Ganz wie 1776. Diese Munition wird nur von den minderwertigsten der selbstgebauten Waffen verwendet. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Schrott. Schrott und ein Hot Wheels Auto. Nanu, ist das hier eine Werbeplatzierung oder so? Dieses Plastikauto träumt von einer offenen Straße. Gelbe Schneebälle. Das ist ein super Item. Durchgespielt habe ich es noch nicht. Nee, durchgespielt habe ich es bei weitem noch nicht. Ich habe ehrlich gesagt öfter angefangen und kenne das Intro schon besser, aber habe nie so super weit gespielt, weil ich mir immer wieder gedacht habe, ah, jetzt versuche ich es aber nochmal mit der Charakterkombination. Der Aufprall, gelber Schneeball. Der Aufprall dauert nur einen Moment. Die Schande hält ein Leben lang. Das ist eine witzige Itembeschreibung. Bewirf einen ausgewählten Charakter, damit er sich wundert, was in seinem Leben schiefgelaufen ist. Bei Erfolg 10% Chance auf Verursachen von der Gestank, 5% Chance auf Verursachen von schwarzes Tauwetter, 5% Chance auf den Bärfäule und Gefrierbrand, Eispocken. Also ganz viel Statuseffekte und Krankheiten kann man auslösen, wenn man mit gelben Schneebällen wirft. Mehr Stacheln, noch ein Hot Wheels Auto. Was wirft den Ziegentypen ab? Mit gelben Schneebällen? Ne, die sind für die Gegner. Das sind quasi granatengelbe Schneebälle. Die werfen wir nicht auf Teammitglieder. I can't believe it's not butter, der Roman. Auf der Rückseite steht, macht aus jedem einen Gläubigen. Das ist, glaube ich, so ein Witz, den man vor allem aus dem amerikanischen Sprachgebrauch versteht. Weil I can't believe it's not butter ist quasi der Werbespruch von einer ganz bekannten Butterersatzmarke. Und das ist quasi jetzt der Roman dazu. Leeres Big-Feuerzeug. Es ist nur noch ein Plastikstück. Mehr Schrott, noch eine Blechdose und noch mehr Schrott. Na gut. Irgendwie, genau, hier kann man auch highlighten. Nicht, dass man was übersieht, weil manchmal liegt dann Loot irgendwie, glaube ich, wahrscheinlich zu weit weg oder so, wird auf jeden Fall irgendwie nicht berücksichtigt. Sollte man immer schauen, ein bisschen. Okay. Also die Darcys lernen wir hier schon mal, sind ziemlich crazy drauf anscheinend, gegen die wir hier kämpfen. Auf der Jacke des Rangers sind Brandspuren von Schwarzpulver zu sehen. Er wurde aus nächster Nähe erschossen. So wahrscheinlich exekutiert oder so.
Da ist jetzt der verrückte Darcy, der hier im Blut des Rangers badet. Naja. Kann ich, jetzt gehen wir mal in den Angriffsmodus und dann greife ich den schon an, bevor wir überhaupt in den rundenbasierenden Kampf gehen, weil wir außerhalb seines Sichtfelds sind. Und warum nicht? Tja, jetzt kann er so viel im Blut baden, wie er will. Und er hatte ein leeres Feuerzeug dabei. Auch nicht schlecht. Hallo, Chili Con. Ah, wie geht's? War Wasteland 3 nicht das eigentliche Fallout 3 bzw. 4? Gab ja noch das nie veröffentlichte Fallout. Nee, damit hat das nicht wirklich was zu tun. Mit Van Buren, also dem sogenannten Van Buren, das war der Projektname, hat das nichts zu tun. Es ist nur von den Originalentwicklern, also ein Teil der Originalentwickler von Fallout 1, 2 und deswegen wird die Wasteland-Reihe so ein bisschen als die eigentliche oder spirituelle Nachfolgereihe der Original-Fallout-Teile gesehen. Aber einen direkten Zusammenhang mit dem ursprünglichen Fallout 3 gab es eigentlich nicht. Jemand hat diesem Ranger den Bauch aufgeschlitzt und seine Eingeweide entfernt. Dem Ausdruck nach zu urteilen, der auf seinem eingefrorenen Gesicht zu erkennen ist, lebte er noch, als dies geschah. Ja, nice. How should I know? Maybe you blew her up already. Where is she? I don't know. I don't know. Your friends are here. Okay, Highlanders. Drop your guns and she doesn't die. Got it? Unser Team ist schon super, oder? Wenn die so nebeneinander stehen, das ist schon witzig. Kani. Okay, ich werde versuchen, mir das zu merken. Okay, weil einer unserer Charaktere, ich glaube der Abraxe, schon harter Hund 1 hat, kann der jetzt sagen, du wirst nur überleben, wenn du rennst. Also troll dich, solange es noch geht. Troll dich. Naja. Okay, okay. Fuck you. I'm gone. I'm telling my cousins you're here. Oh nein, jetzt holt er seine Cousins und Cousinen. Da habe ich aber Angst. Private Jody Bell haben wir gerade gerettet. Ich wusste gar nicht, dass man Charaktere vom Anfang tatsächlich retten kann. Na, wahrscheinlich läuft noch irgendwas schief. You probably should have killed that gal, though. Gonna warn her friends. Wir haben versucht, dich am Leben zu halten. And I appreciate it. Just watch yourself. They're right outside. Shit, ich kann leider keine erste Hilfe, sonst könnte ich jetzt anbieten, ihr zu helfen. Haben noch andere aus dem Trupp überlebt? Not likely. Most of them burned with our transport. Couple more went under the ice and wait, Major Tom, he might have made it. Some take off like a bat out of hell after we wrecked. Don't know if he'll come with you if you find him. He gets pretty spooked, but take these. Might get his attention. Okay, sie gibt uns ein Päckchen Zigaretten für Major Tom. Wer ist Major Tom? Preset ist doch unser Major. Major's just his nickname. You can just call him Tom when you find him. Okay. Na los doch. Gotta catch my wind first. Let me stay here and guard your rear while you take care of the ones around the corner. Be careful.
Na gut, schauen wir jetzt erstmal um. Ein Behälter mit 9 Colorado Dollar, die offizielle Währung des Patriarchen. Sein Gesicht ist auf jedem Schein. Und ein altes Taschentuch, Müll. Es ist abgegriffen und hat Flecken. Na wunderbar. Major Tomcat ist cool. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir den kriegen. Also nicht mehr ganz so lange, aber im Grunde am Ende des Tutorials erst. Anscheinend haben die Darcys hier nicht lange gelagert. Sie müssen gewusst haben, dass wir kommen. Ein Hinterhalt. Gehen wir noch schnell hier unten lang. Ah, na guck, gut, dass ich das gemacht habe. Viel Glück. Eine Kassette von Jodys Familie, die ihr alles Gute für die Mission mit den Rangern wünscht. Red Cuts Gutschein. Müll. Auf dem Gutschein steht kostenloser Haarschnitt in Red Cuts Barbershop. Lass dir von unserem nuklear betriebenen Robofriseur die ultimative Rasur verpassen. Kostenlos. Gilt nur für Neukunden. Für Überlebende was wird bei zukünftigen Besuchen der Vollpreis berechnet. Warnung? Ein längerer Kontakt mit Robo Barber kann zu Haarausfall führen. Cool. Gut, Medispritzen, das sind quasi die Stimpacks hier in der Welt. Militärisch ausgelegt für die Erholung im Kampf. Schließ einfach die Hand um das Gerät, um eine Selbstinjektion auszuführen. Damit kann sich wirklich jeder auch ohne medizinische Kenntnisse selber quasi reparieren. Medkit sollte dann unser Sanitäter benutzen, den wir jetzt aktuell noch gar nicht haben. Aber gut, ob jetzt ein Miniboss kommt. Also es kommt tatsächlich, aber da will ich nicht so viel drüber verraten, aber richtig kämpfen werden wir eher nicht. Hallo, King of Helix, wie geht's? So, und 9,38, irgendwie Punkt 38 Munition. Klassische Revolverkugeln sind immer für dich da, ne? Das ist nett von denen. Dann haben wir noch eine Munitionskiste mit einer Energiezelle. Tragbare Batterie wird verwendet, um Elektrogeräte anzutreiben, wie Laserpistolen und Todesstrahler. Und dann haben wir noch 7,62 mm Munition, eine Kugel für Gewehre mit hervorragender Durchschlagskraft. Diese Munition wird für Sturmgewehre und schnell feuernde schwere Maschinengewehre verwendet. Also wahrscheinlich auch für das von Abraxe, nehme ich an. Warte mal, da unten wird noch ein Fragezeichen angezeigt. Habe ich hier was übersehen oder haben wir uns die Leiche angeguckt? Ja, dann ist das wahrscheinlich. Was soll ich hier nochmal? Nö. Okay, wird schon passen. Dann gehen wir mal weiter. Stolpern in den Hinterhalt, den jetzt diese eine Geiselnehmerin wahrscheinlich schon für uns vorbereitet hat. Yeah. Ruining our fun. Guess we better finish off the rest of them. Post up, cousins. Don't let them get the drop on us. Ah ja, so ist das. Weil ich jetzt die eine gerettet habe, wurden jetzt hier quasi andere getötet. Mehrere. Und die gehen in Position. Kann man natürlich vorher nicht wissen. Wird alles wieder genauso machen. Oh, warte mal. Vorsicht, ich stolper mal nicht ins Sichtfeld.